Nachdem am Mittwochabend auf der S100 bei Lehndorf drei Autos zusammenstießen, ist einer der Fahrzeugführer verstorben. Das teilte am Abend ein Polizeisprecher mit. Der BMW des Mannes stand auf freier Strecke aus bislang unbekanntem Grund offenbar quer zur Fahrbahn, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein aus Richtung Bautzen kommender Citroën C4 erkannte das Hindernis auf der unbeleuchteten Straße nicht mehr rechtzeitig und krachte in die Beifahrerseite des BMW. Der 35-Jährige am Steuer des Citroën wurde dabei schwer verletzt. Währenddessen wurde der BMW mit dem 66-jährigen Fahrer auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Der C4 wiederum krachte nach dem ersten Aufprall in den Gegenverkehr. Der Fahrer eines entgegenkommenden Citroën C2 blieb dabei unverletzt. Der 66-jährige Fahrer des BMW war, als die Rettungskräfte eintrafen, bereits nicht mehr ansprechbar. Ein Notarzt reanimierte den Schwerverletzten, der jedoch noch auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die S100 wurde zur Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt. Die Maßnahmen dauerten noch bis in die späten Abendstunden an.